Hey und herzlich willkommen beim Raid. Wir sind dabei, in die Mieren reinzugehen. Hoffentlich kommen 100 ich in eine Allee. Es ist total merkwürdig und ich mag das System gar nicht, aber darüber werde ich gleich beim Raid wahrscheinlich auch nochmal flamen. Mikrofon aktiviert. So. Wir sind jetzt 143 Leute, die in die Mieren reingehen. Ja, Ich habe es wird aber noch mehr. bisher noch keinen Abyss-Raid mitgemacht, damit man das mal auch mal gesagt hat. Weil ich. 55 wird dann, werden dann die Allies vom System gebaut. 55 vom System. Okay, ich hoffe, dass ich einen Kleriker in der Gruppe habe und dass der Ali-Lied nicht komplett bescheuert ist. Wem setzt man hier den Stern auf, Huna? Oder passiert das gar nicht erst? Das passiert ja gar nicht. Keine Ahnung. Letztens war es Flaggy, was geleitet hat, den Ja. Abyss. Gestern war es Exit. Okay, also Was es ist folgendermaßen. Kaldor geleitet hat. Da die Frage, wer es heute macht. Beiden schätze ich mal vermutlich mal wieder. So, wir gehen wahrscheinlich Mieren und dann, falls es noch irgendwie möglich ist, auf eine der anderen, ne? Ja. Falls. Und das Schöne ist, du musst dann rausgehen aus der Battle Union. Soll ich dir was sagen? Es wird schwerer, diese auf einzunehmen. Es wird schwerer. Ja. Siehst du das? Da steht Was? irgendwas von wegen. Die Verteilung ist anders. Weil die Elios, die hatten die andere schon und wir hatten die eine schon. Siehst du das? Da zählt irgendetwas hoch. Ich weiß natürlich nicht, was der Effekt ist, aber es gibt jetzt zwei Elios-Deffer. Und bei den anderen gibt es zwei Asmo-Deffer. Wo? By the Protectors appears. Another one Elios conquests. Was auch immer. Ach, auf der Festung Ja, selbst. auf der Festung selbst. Siehst du das? Oh, was hat das Ich doch? denke, das bedeutet, dass es jetzt schwerer ist, sie nochmal einzunehmen. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Mal halt mal gucken. Wird auch nicht, ist ja auch nichts im Patchnotes richtig beschrieben gibt. Ja. Es wird so vieles nicht richtig beschrieben. Leider. Okay, du, der NPC fliegt aber gut in der Luft, ne? 153. So da irgendwo im Nirgendwo. Ja. Läuft. Fliegt der wirklich, oder was? Weiß, wo der Quest geht? Ja. Nee. Er steht schon da. Ach so, der steht nur verbuggt, oder? Okay, Das ist ja ist komplett nur komisch. Anzeigebug. Also insofern MZZ hier ist, ist ja gleich der Kriegsunionslied, ne? Ja. Okay. Aber wir haben mindestens zwei Unionen. Nein, mehr. Ja, 192 passen in eine, also müssen wir mindestens zwei haben. 96, Ach, die sind kleiner als die ursprünglichen eine Unionen. Union ist 96, glaube ich, waren's. Okay, also es ist komplett anders. Ist ja eigenartig. Weil die anderen Unionen existieren auch noch, wenn du mal auf deine dementsprechende Taste gibst. Es gibt immer noch die Leech. Also die alten Es gibt Unionen. vier Allies in einer Ja. Union. Ja. Okay. Und X, meine, wie viele Unionen in der Battle Union? Ich mit meinen tollen Plus-Nuller-Bracelet, ne? Das wird mir voll was bringen. Er ist Das regt immerhin mich so besser auf. als bei mir. Ich hab Ja, gar keins. besser Plus-Null ist keins, ja. So, jetzt ist 55, oder? Wieso sind die nicht gebaut? Aha, jetzt beginnt's. Ich bin bei Starke drinne. Genauso wie diverse andere. Kann er jetzt hier drinnen in den Gruppen nochmal schieben? Er kann nur bei sich in der Allee, glaube ich, schieben. Ja, in den Gruppen, ne? Ich hab. Naja. Jede Gruppe hat aber einen Kleriker. Eigentlich wird's echt gut gebaut vom System. Ja, ich weiß nicht. Ja gut, Klerikerkantor. Oder Kleri-Kleri. Letztens hatte ich, glaube ich, in der einen Allee, in der einen Gruppe zwei oder drei Kleris. Ja, aber zumindest ist ein Kleriker drin. Ne? Es wird halt echt danach verteilt, dass ein Kleriker drin ist. Aber. Das ist gut. Ja, ich muss jetzt erstmal bei mir gucken. Ja. Da ist ein Kleri. Da sind zwei Kleris. Da würde ich mit den anderen Kleri noch rüberschieben. Wir haben in einer Gruppe zwei Kleriker. Auch. Aber Hey, ansonsten, ich ich mag die baue. Gruppenaufstellung. Lol. Da verlangt einer. Mal bitte Co-Lead. Ich baue Gruppen. Ja. Nö. Selbst.
Wieso solltest du Kolleg abgeben? Du bist hier der High Rank. Du musst gar nichts. Alter, jetzt bist du der Wichser mich auch noch an. So, Taito. Kann ich nicht. Ist mir egal. 74er Claudia. Kann ich nicht. Ach lol, jetzt ist das hier ein anderes Menü. Hartmann hat den einen Lied. Hä, du bist in einer anderen Union, oder? Bin bei MZZ-Tronne. Open Battle League. Ich sehe es, ja. MZZ, Kentucky und Zyklon sind die großen Unionen. Okay, cool. Wieso hat Zyklon einen und du nicht, obwohl du Großgeneral bist und sie nur General? Vielleicht, das so, weil ich Großgeneral bin, bin ich bei MZZ mit drin. Achso, das könnte sein. Aber Starke ist bei mir und Starke ist auch Großgeneral. Aber der kommt nach mir. Ja, aber dann müsst er kommt ja vor Zyklon. Ja. Aber Kentucky ist auch nur ein General, wenn ich das richtig weiß, oder? Nee, nee, oder? Das Twitch-Channel. Ja, also ich weiß Der nicht, ist wie vor die mir. Sortierung ist. Ich weiß Das nicht. ist komisch. Das ist Kentucky, komisch, halt. ja, es ist. Wahrscheinlich würde es einen wirklichen Sinn haben, wie das verteilt ist, aber uns ist das einfach nicht klar. Mein Stuhl quietscht vorne keine gerade. Ich Unkel. Ich glaube, ich roll die ganze Zeit auf meinem Headset-Kabel rum. Wo liegt denn das? Headset-Kabel, wo bist du? Da. Nee, bin ich nicht. Alter, jetzt nervt mich boah, nicht. Sollte man nerven wollen. Bis wohin kann man eigentlich ranfliegen? Keine Ahnung. Ja. Hier sind hier ist eben Windsteam mit den 32er Ich sehe ihn. hast du gehst da entweder sprichst einfach im Windsteam Ich habe einen bist fast 64er bei und es funktioniert trotzdem. echt? Ja, er ist da bei mir. Aber ich habe den 64er Steam, ne? Nee, da ist er. Aber du kannst ihn nicht benutzen. Das ist das Problem. Soll ich mal testen? Es muss ja, wenn ich einfach reinfliege, muss es ja gehen, ne? Nur ich werd nicht vom Windstream erfasst. Das ist verbuggt. Hat Ich darf das nachher Problem fliegen. mit dem 64er. Der arme Kantor, der bei uns gerade die Ali durchpafft. Wir haben Wieso denn? Sofortfahrt, Kantor. Und wenn man das, wenn ich das jetzt für die Aufnahme mache, ich hänge hinterher, ja. Weil gerade Ja, läuft ja Real-Life-Sachen nicht waren. einfach. Und, weil der Bahnhof sehr weit weg ist. Und ich nachher jemanden zum Bahnhof fahren muss, wie man jetzt gerade mit rausgehört hat. Jo? Garmisch? Ein Ja, Baldi? trotzdem, nee. Scheiße, ich hänge halt volle Kanne hinterher, deswegen. Naja, wie sammeln wir uns hier? Ah, ich bin gleich. Ich habe gleich aufgeschossen, alles gut. Das heißt, ein Raid kann ich. Eine Festung kann ich mitzeigen, den Rest nicht mehr wahrscheinlich. So, mit wie stark muss ich jetzt hier rechnen, was auf mich zukommt? Wenn wir nur verloren haben, nicht viel. Machen Ein wir paar die Ärzte Mats hier? machen. Boah, Odin sieht es gerade geplatzt. Also ich werde hier ganz bestimmt nichts enden. Müssen wir die Mobs machen, um die Punkte. Ja, ich weiß. Bei uns stehen aber noch gar keine Punkte. Weil die noch keine Punkte bringen. Alter, da sitzt ein richtig krasser hier dazwischen. Jetzt war gerade den Legados, den ich im Target hatte, so wusch wieder oben, wusch wieder oben. Kann man schon aufs Tor gehen? Nee, alle jetzt Irgendwelche weg. komischen Supreme Commander kommen. Wir hätten mal den Drachen hier draußen machen sollen, statt aufs Tor zu gehen, aber okay. Welchen Drachen? Wo ist der? Dann ziehe ich den einfach. Der gibt auch nur 900 Punkte, 800 Punkte. 800 Punkte sind noch Punkte. Du meinst, ja, stimmt, umso mehr Punkte, umso mehr Glory Points. Nee, das ist. Steht da nicht fest, ob das wirklich so ist, aber. Du brauchst halt eine gewisse Punktzahl. Dass er auch erstmal unten der Typ überhaupt da ist, glaube ich. Also müssen wir gerade Tor und den Typen parallel machen, aber eigentlich gehen wir aufs Tor. Ja, deswegen ich bin nicht so wirklich. Aber gehen auch auf den Drachen. Ja, ich weiß, ich war auch eben auf dem Drachen. Aber was ich nicht verstehe, ist, was die Leute machen. Wir sind magische Klassen und kaum jemand fliegt. Dass sie das nicht verstehen, dass man das Fenster verschieben kann. Auch Was für ein einfach nur Schwarz Fenster? aufmachen. Achso, ja.
Das habe ich bei mir auch gerade ungünstig. Eben dachte ich, das passt so, aber jetzt sieht scheiße aus. So ist besser. So blöd, dass man es nicht verkleinern kann. Ja. Du kannst theoretisch aus dem Bild rausschieben. Es sind noch mehr Sachen. Anakysis, das heißt, die Tauben sind Anakysis. Oder vielleicht auch an der Krotan, vielleicht beide Festung. Wäre dämlich. Ja. So viele Leute haben die nicht. Nee, es ist Kysis. Das heißt, wir haben eine Chance, die Krotan einzunehmen. Also, ihr habt die Chance, die Krotan einzunehmen. Ich werde nach der Mieren fahren. Weil letztens waren um die 300 oder so und haben eh auch für die Mieren. Oh Gott, ich hoffe, ich werde das schaffen in der Zeit. Ansonsten stehe ich ja, gut, dazu, stehe ich auf Karum. Der Raid am Mittwoch war auch teilweise Learning by Doing. Ja, gut. Wenn man vor der Festung steht und sich so fragt, wie zum Henker spawnen jetzt die Sachen, ja, dann ist es klar. Man muss noch reingehen, um den Aetherfee-Typen zu zerstören, ne? Keine Ahnung. Ja, hast du schon geliefert, meine Ali? Okay. Da vorne ist irgendein Cube. Nicht in die Festung. Was hat's mit dem Cube auf sich? Muss ich den einsammeln? Cube. Hier ist ein Cube from the Fortress Conquest. 10 steht da dran. Ich schätze, der gibt 10 Punkte und ich werde den jetzt einfach mal sammeln. Und der hat gar nichts gemacht? Ich wurde, glaube ich, angegriffen. Nein, der hat einfach gar nichts gemacht. Glaube ich. Nee, ich habe irgendeinen Buff drauf. Oder habe ich den nicht drauf? Nee, der ist von Starke. Ich habe keine Ahnung, ob der gerade irgendwas gebracht hat oder ob nicht. Nee, kann die den bitte mal marken? Ach, danke. Oh ja, stimmt ja. So. Der Marken bei mir. Toll. Wirklich die zwei. Hat die eins gemacht drauf? War die 1 Play wieder weg? Der Bug immer noch? Anscheinend. Mag einfach mit 2. Ja, gut gemacht. Oh Gott, ich add die da hinten bestimmt nicht. Wir adden die auch gar nicht. Wir fliegen einfach drüber. Oh, es sind einfach alle Weicheier und wollen den nicht adden. Ich stehe dazu, ich bin ein Weichei. Ich flieg ganz bestimmt nicht in solche Mobs rein. Sind mir viel zu stark. Da hat jemand die Ads gezogen. Warte, das ist der Kleriker meiner Gruppe. Ich glaube, ich hatte es immer. Okay, er hat schon recht. Jetzt weiß ich, was du meinst. Hä? Nein, da Luft. Also, ich kann übrigens gerade gar nichts sehen. Ne? Ich habe ständig irgendwelche Namen in meiner Fresse. Es ist einfach alles voll. Es ist mega unübersichtlich, der Raid. Ja. Ich weiß nicht, aber die. Ja, bringt keine 10 Punkte. Nee, bringen sie nicht. Die bringen gar nichts. Also ich habe eben welche gelootet und das hat nichts bewirkt. Also. Jo, gerade. Ja. Komisch, komisch, komisch. Der letzte Drache noch. Wieso nehmen wir jetzt eigentlich alle Drachen ein? Punkte. Okay. Du brauchst eine gewisse Anzahl an Punkten, um Typen unten machen zu können. Die Kysis hat schon die Punkte anscheinend. Wie lange brauchen wir gleich? Nicht bis halb, oder? Beim halb muss ich los sein. Kann ich ja nicht sagen. Es ist halt die Frage, wie viele Leute jetzt da sind. Ja. Und ob es vielleicht schwerer geworden ist. Warte mal, ich kann ja mal gucken, wie viele Leute mir insgesamt sind. 304 sind wir. So, was ist denn jetzt hier der. Der Typ. Hoch ist der Fisch? Ja. Keine Ahnung. Oben drauf ist auch nicht, auf der Plattform. Das heißt, das Aetherfeld ist einfach da. Unten ist auch kein. Aber letztens, am Mittwoch bei der Rotan war kein Aetherfeld, wo die Tauben. Vielleicht steht er doch hier irgendwo rum oder es hat was mit so und so vielen Punkten zu tun, dass dann das Aetherfeld verschwindet. Ich geh mal unseren. Ich wollte schon wieder unseren Kleriker ritzen und jetzt, wo ich ihn anklicken wollte, ist er aufgestanden. Also hier. Wir haben keinen Kiss gestellt, oder? MZZ kann einen Kiss stellen, keine Ahnung, aber. Aber wir haben keinen gestellt. Ich glaub nicht. Okay. Der kann einen Mega-Kiss stellen. Ja, den Mega-Kiss, den kenn ich, ja, das kann ich. Kann aber leider nur er stellen. Leider, wir haben hier
Mobs ohne Ende. Wir sollten die vielleicht mal endlich mal machen und nicht nur die Drachen. Wir machen die, einen Teil der Mobs resettet ständig und der Rest versuchen wir wahrscheinlich unter AOEs zu töten. Ja, aber in der Zeit geht die Hälfte der Ali drauf. Oder der Union. Bei uns nicht. Ein paar von den Klerikern sterben ein und wieder. Chat. Ach, die paar Kleriker, die können gerettet werden. Ein paar Kleriker? Das sind ein paar Kleriker. Und wir haben da jetzt gerade 10 Punkte von einem dieser Teile gekriegt. Man kriegt sie nur anscheinend nicht für alle. Mir ist egal, solange ich nicht sterbe und meine Gruppe steht, ist alles gut. Wo ist der Stern denn? Was an Mobs an dir steht. Jetzt gehen wir auf die Mobs. Ja, jetzt. Ja, vielleicht war es nach dem Motto, erst Punkte machen und danach Mobs machen. Ja, aber in der Zeit stirbst du. Na, du hattest, ja, bist du gestorben? Frei, oder? Ja, also. Aber umso länger, umso mehr Leute sterben, umso länger dauert es. Na, aber das nicht in dem Maßstab. Ich weiß nicht, was da alles im Chat gerade gestorben ist. Mhm. 10, 20 Leute? Auf einmal? Mal wieder? Ganz ehrlich, ich überlege beim nächsten Mal Raid einfach die Namen von den anderen Leuten auszublenden, weil ich einfach nur den ganzen Bildschirm blau hab. Jo, hab ich auch. Und ich hab richtig Mana-Probleme bei Backdraft, weil das 75er sind nicht so viel Schaden machen, wie ich Mana hab. Wir gehen runter. Sagt, solltest du vielleicht ab und zu doch mal leveln. Ich level ja ganz langsam. Ist er jetzt nach unten gegangen? Ich hab's gerade nicht mitbekommen. Ich glaub schon. Wir sind schon so gut wie unten. Ja, ich seh's. Da ist der Ulserock, ich seh schon. Ich kann das, den Skill nicht von ihm runter, das bin. Wenn ich jetzt eh gleich gehe, dann werde ich jetzt einfach eine Flugwolke auf ihn draufklatschen, weil ich eh gleich gehe. Ja? Nee, das kannst du auch nicht dispeln. Ja, ich hab's einfach getestet. Was ist denn das eigentlich? Okay, es ist einfach Eisform. Das heißt, Sachen mit Eisschaden machen mehr Schaden. Ich würde eher sagen Feuer. Ja, das hatte ich auch gerade gedacht. Die Arme jetzt da unten. Muss man irgendwie auf den Boden fliegen? Oder ist der so wie die anderen, dass er nicht resettet? So nebenbei, macht der Typ überhaupt was? Naja, der macht ordentlich was. Auto-Attack-Schaden oder was? Nee, nee, auch AOE und so. Achso. Jetzt haben wir Carspeed, ne? Ja, Carspeed für 2 Minuten, 3 Minuten. Richtig cool. Ja, die Frage, gibst du deinen Leuten auch Carspeed? Nee, kann ich nicht. Wieso? Dann nur der Unionsleiter. Achso, Kentucky hat das bei uns gemacht, ja. Ich will irgendwann ein MZZ machen. Aber die Dinger haben ja auch CD. Mhm. Das bringt meine ganze Router durcheinander. Ich habe keine Ahnung, was ich klicken kann. Ich bin es nicht gewöhnt, so lange Caspi zu haben. Anscheinend kannst du das eine doch dispeln. Weil jetzt ist es mittlerweile runter. Ja, okay. Oder hat sich selber gedispelt dadurch, dass er sich den Buff gezogen hat. Jetzt habe ich gute Lektion. Echt? Hast du? Bei mir läuft das flüssig. Und das trotz Aufnahme. Deshalb verwundert mich ja. Also nur hin und wieder leckt der Boss. Also der zuckt bei mir. Gerade war ich rund auf 3. Achso, nee, ich bin wegen Aufnahme auf 20 Grad. Ist halt immer noch eine scheiß Grafikkarte. Ich habe auch eine scheiß Grafikkarte. Eine alte. Ja. Meine Zeit 1050 Ti und 1050 Ti und keine 1080 Ti. Weil die erst im März kommt. Als Grafikkarte, Alter, die ist besser als meine. Ja, und? Das ist trotzdem schlechter als die, die ich möchte. Alter, jetzt habe ich noch zusätzlich Carspeed. Ich habe einfach gar keine Carszeit zugeführt. Wie viel Carspeed habe ich? Ja, 0,6. Es geht ja nicht unter 0,6. Eigentlich war es Carspeed also ultra unnötig, aber irgendwie fühlt man es trotzdem. Jetzt was ist 0,5? Hä? 0,6. Jetzt habe ich 0,7. Ein bisschen was hat's gebracht. 0,6 wieder. Ah, okay.
eigentlich die richtige Waffe? Ich muss sagen, der geht irgendwie schneller runter als letztes Mal. Vielleicht sind diesmal Höherlaufrücke dabei. Oh, die Leute haben endlich ihren Windows Defender ausgestellt, so wie ich es jedes Mal sage. Nee, aber beim nächsten komme ich da nicht mehr mit, ne? Halt von der Schrauben. Echt, da solche Probleme? Oh, krass. Ich spiele halt auf höchsten Grafikeinstellungen. So. Wird alles ausgeblendet an Damen? Ah ja, genau, Effekte muss ich ausstellen. Oh Gott, dauert der ewig. Mich würde mir mal interessieren, wie viele graue Coinswerker ich habe. Hey, Effekte von anderen ausgeschaltet, Effekte von einem ausgeschaltet und Tabklemmer. Wer ist mehr? Ja, klar. Ganz ehrlich, das ist voll der PvE-Raid. Anua kann ich mir auch vorstellen, dass PvP ist, aber Gage ist einfach nur Abyss ist einfach nur jeweils eine Festung PvE. Und der Rest ist eventuell PvP. Ja, bei uns. Ja. Solange die beiden Fraktionen ausgeglichen. Ja, da sind auch viel mehr Leute. Ja, das ist es, ja. Und auf Korea ist ja der Sinn, dass du jede Festung kriegst. Das heißt, die kämpfen. Da gibt es auch mehrere Kriegsanlagen. So, und jetzt ist wieder das, nach dem Motto, ich erzähle viel darüber, ob es möglich ist, diese Glory Points zu kriegen, die man kriegen muss, um den Rang zu halten in den 4 Wochen. Jetzt können wir gleich mal sehen, wie viele Glory Points wir bei einem einzigen Raid kriegen. 780. 585. 585. Weniger als beim letzten Mal. Auf jeden Fall habe ich jetzt... damit was zu tun. Womit? Dem Timer auf der Liste, auf der Festung. Ich muss jetzt bei Battle League Option die liefen, ne? Oder? Da steht so ein Pausezeichen. Du bist auf das TP-Leiste oben oder unten? Ist egal, ich gehe auf mich selber und gehe auf Exit. Genau, einfach rausgehen. Okay. Das war der Raid. Ich mache noch kurz einen TS. So, ich wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren. Ich kann leider nicht mehr. Und... was zum Henker ist das denn? Okay. Bis denn. Tschüss.